Hallo meine lieben Freunde und seid herzlich willkommen auf meinem Kanal der Sachsenbauer. Ja, und eigentlich hätte es beim Sachsenbauer ja heute 19 Uhr eine neue Folge von den bayerischen Hofgeschichten gegeben. Aber aus gegebenem Anlass habe ich das mal kurzerhand geändert. Ja, und der Anlass steht hier groß und breit vor mir. Nämlich heute ist das Göweil-DLC zum Download erschienen. Und ja, ich habe mich da schon lange drauf gefreut wie ein Schnitzel. Und möchte mir das heute mit euch zusammen anschauen. Ich habe auch wirklich noch keine Minute damit gespielt. Ich bin wirklich von Arbeit nach Hause gekommen, den PC an, fix installiert. Und ja, dann habe ich mir vom Händler hier alles, was dazu gehört, liefern lassen. Wir sind hier nebenbei bemerkt auf meinem privaten Spielstand auf der Ossiacher Tal. Und keine Angst, also die 80 Millionen habe ich mir nicht erwirtschaftet, ne? Sondern ja, ich brauchte jetzt mal fix ja Geld, um diese ganzen Geschichten hier zu kaufen. So, das aber nur am Rande. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz in den Shop und gucken mal, wenn wir auf Göweil klicken, was es denn da alles so gibt. Für 10 Euro im Mod-Hub könnt ihr es euch kaufen. So, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh Gott, das war ein bisschen schnell. Also, nochmal langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Geräte und ja, Folien, Ballenzange und so weiter, die in diesem DLC enthalten sind. Fangen wir vorne an. Es ist eine Folienballenzange für Rundballen dabei, eine für Quaderballen, dann ein Wickler für einen Frontlader bzw. Telelader. Die ersten drei Geschichten könnt ihr entweder an den Telelader bzw. Frontlader montieren. Und mit diesem Wickler hier für einen Frontlader soll man angeblich auch Ballen ganz gut stapeln können. Werden wir wahrscheinlich mal ausprobieren. Dann haben wir noch einen gezogenen Wickler für Rundballen und dann einen für Quader und Rundballen, der stationär ist. Also da kann man nicht ranfahren, den Ballen aufnehmen und wickeln. Da muss man den mit der Zange dann dahin fahren oder mit dem Spieß. Und da reinlegen, müssen wir mal probieren, finde ich cool. Ob es praktisch ist, werden wir sehen. Dann gibt es eine stinknormale Rundballenpresse. Die kann Rundballen bis 125 cm pressen. Dann gibt es eine Presswickelkombi, auch bis 125 cm. Da gibt es dann noch ein cooles Feature dazu, werden wir auch ausprobieren. Und dann kommen natürlich die beiden Highlights. Na, zum Beispiel als erstes die LT Master F115. Das ist eine stationäre Ballenpresse mit einem Bunker hinten dran, wo man vom Ladewagen, vom Anhänger das Material in den Bunker kippt und dann wird es gepresst. Und die kleinere macht auch bis 125 cm. Und hat einen Leistungsbedarf von 120 PS. Und die große, die Vario Master V140, macht bis 150 cm und braucht 120 PS. Auch. Oh, ich hätte jetzt gedacht, das wäre mehr. Okay, gut. Also, Bunkergröße bei beiden gleich, 20.000 Liter. Ja, so, das erstmal grob zum Überblick. Und ich habe da schon mal eine schöne Wiese da hinten vorbereitet und habe Gras mähen lassen, den Helfer. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal ja, relativ klein an und nehmen erstmal eine stinknormale Rundballenpresse und schauen mal. So, jetzt brauche ich erstmal noch einen Trecker. Halt, haben wir doch hier den Waldrahmen mit dem Frontlader dran. Dann nehmen wir den doch gleich. Hab mir da jetzt auch noch auf die Schnelle noch ein, zwei Traktoren dazu gekauft, ne, weil
So viele brauche ich nicht auf dem Hof, kann nur mit einem immer fahren. Aber um die Sache hier ein bisschen schick und schön vorstellen zu können, habe ich mir noch ein, zwei Trecker dazu geholt. Die kommen dann auch wieder weg. Weil eigentlich ist mein Hof hier schon recht John Deere-lastig. Aber an die kleine Presse will ich jetzt nicht unbedingt ein 8R vorspannen. Manuelles Ankuppeln habe ich natürlich mit drin. Mag ich sehr gern. Und jetzt machen wir mal los. Sehe gerade, die hat auch eine Rundumleuchte bekommen. Sehr schön. So, und wie ihr seht, diese Wiese ist natürlich ordentlich am Hang. Und da werden wir jetzt nicht hochfahren, weil ich habe keine Lust, dann die Ballen hier unten einzusammeln. Dafür haben wir ja dann im DLC extra praktische Geräte. So, klappen wir mal auf das Ding. Oder geht die gar nicht aufzuklappen? Nö. Einfach anschalten und los. Weil sonst muss man doch, dachte ich, eine Rundballenpresse auch mal aufklappen. Naja. So, wir nehmen das Tempo auch mal ein bisschen runter. Wir wollen ja was sehen. Gucken mal, wie breit die Pickup ist. Denn der Halt, habe ich natürlich geschlafen. Ich habe hier diesen Mod nicht drin, dass die Presse alleine anhält. Na gut, also Handarbeit angesagt. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben, wie breit die Pickup ist? Denn der Big M, mit dem ich hier gemäht habe, der legt relativ breit ab. Und ich habe es schon wieder verpasst. Na super, läuft das ja heute wieder. Naja, und da lässt es auch ab und zu, wenn man jetzt nicht genau mittig fährt, ein klein bisschen was liegen. So. Gut. Also. Wir haben Grasballen gepresst, 3500 Liter, so. Funktioniert soweit gut, ist für einen Anfang, sag ich mal, für einen relativ schmalen Taler, für einen kleinen Hof, finde ich eine schöne Presse. Werden das Ding jetzt auch hier, denke ich mal, am Rand stehen lassen. Da können wir dann zum Schluss nochmal uns alles anschauen. Ja, nun bin ich natürlich ganz sehr neugierig. Wer von euch hat sich dieses DLC auch gekauft? Also ich habe es im 17er, habe ich es wirklich geliebt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Bin dann auch wirklich mal gespannt, wenn wir dann zu den beiden Dickmännern am Schluss kommen, wie das so alles funktioniert. Ich weiß noch, im 17er, da konnte man oder musste man alles manuell aufklappen. Dann gab es ja noch das verschiedene Mods dazu, dass man diese Netzrollen selber nachlegen musste und. So, und jetzt koppeln wir hier mal die Göweil F125 Kombi an. Da ist hier ein Siliermitteltank mit dabei. Habe ich jetzt nicht gefüllt. Aber den könnt ihr beim Kauf mit ran konfigurieren oder nicht. So. Und das ist jetzt eine Presswickel-Kombi und die hat noch ein kleines Highlight, nämlich diesen gelben Bippus hier hinten dran. Das ist ein Ballendreher.
der verhindern soll, dass uns am Hang die Ballen wegrollen. So, und da werden wir jetzt doch gleich mal auch an den Hang gehen mit dem Ding. Und ausprobieren, ob es denn auch so funktioniert, wie es versprochen wurde. Fangen wir hier an der doch relativ, naja, so flach ist es doch nicht. Aber im Gegensatz zu weiter hinten ist das schon noch hier relativ flach. So, jetzt habe ich schon ausgeklappt. Machen es nochmal zu. Also Presse aufklappen, dann wird dieser Ballendreher ausgefahren und ja, schmeißen wir das Ding an und fahren einfach mal los. Der hat also ein eigenes Stützrad hinten. Dann wird er eingezogen. Der Ballen kommt raus, wird gewickelt. So. Und jetzt legen wir ihn ab. Und voilà. Er kann nicht mehr wegrollen. Also ganz, ganz super Sache. Gerade wer so bergige Karten liebt, und die Ostjacher Tal ist ja so an Österreich angelehnt. Der Mapper hat so ein bisschen versucht, seine Heimat da nachzubauen. Ja, da ist das natürlich mega praktisch. Neue Sounds sind auch dabei. Das piept und macht. Kennt man so von den anderen, glaube ich, nicht von den Standardpressen. Zack. Ich muss gerade feststellen, die Presse ist im Nu voll, also kommen jede Menge Ballen raus. Ich habe meine Wiese verdammt gut gedüngt hier. Kann ich den eigentlich jetzt weiterfahren? Ja. Legen, während der Fahrt geht. Liegt er? Er liegt. Er rollt nicht. Na, jetzt war es dann doch zu viel Gras. Hätte ich dann mal anhalten. Schieben wir einfach mal ein Stück zurück. Da. Und legen den wieder ab. Also, ganz, ganz feine Sache. Aber ich denke, Prinzip ist klar. Ich habe ja mal eine ganze Weile im 19er auf einer anderen kleinen österreichischen Map gespielt. Und dort war es genauso steil wie hier. Und wie oft habe ich mich da satt gehabt, auf Deutsch gesagt, weil ich die Ballen ja irgendwo unten im Tal aufsammeln musste. So, das war Gerät Nummer 2. Und jetzt haben wir ja hier 3 Gasballen liegen, ungewickelt. Und da werden wir jetzt doch einfach mal diesen Wickler ausprobieren, den man am Frontlader montieren kann.
So. Das weiß ich nicht. Ob ich hier noch Schläuche? Muss ich doch bestimmt noch ankoppeln. Nö. Ist da alles verbunden? Ja gut. Wir werden es testen. So. Jetzt muss man das Ding ja bestimmt auch aufklappen. Jawohl. Den Ballen aufnehmen. Zack. Und dann geht das hier schon wie von Geisterhand los. Ja, ich hätte jetzt vielleicht noch ein Kontergewicht hinten dran machen sollen, aber müssen einfach ein bisschen langsam fahren, weil die ganze Einheit hat natürlich schon Gewicht und dann der Ballen noch dazu. Warte mal, wie lege ich denn den jetzt ab? Da müssen wir dann doch mal den F1-Helfer bemühen. Rundballen auf die Seite abladen. Wo war denn das jetzt zu lesen? Hier, Y. Ah ja. So. Aber ich sehe schon, wir müssen, um die anderen Wickler auszutesten, natürlich dann noch ein paar Grasballen pressen. Also einfach mal noch hier. Jawohl, das hast du wieder super hingekriegt, Sachsenbauer. Ist die Aufregung über das neue DLC. Ich freue mich da wirklich so sehr drüber, dass es das jetzt gibt. Und ich finde, im Vergleich zu den manch anderen DLC, was es von Giant Seed so gab, ist hier der Gegenwert doch relativ groß für 10 Euro. Also ich finde das nicht überteuert. Was sagt ihr? So. Und jetzt schiebt es die natürlich auseinander. Also naja, gut. Aber das Ding funktioniert. Machen wir auch einen Haken dran, ne? Zuklappen. Absetzen. Abkoppeln. Ja, und ich werde jetzt mal fix noch ein paar Ballen pressen müssen. Halt! Die steht doch hier draußen, die Presse. Ja, und da werde ich, wie gesagt, nicht an den Hang fahren. Sondern hier unten ein, zwei Bahnen noch machen. So, diesmal habe ich besser aufgepasst. Ja, da gibt es einen Mod, kennen ja bestimmt viele von euch, dass die Presse automatisch stoppt. Ich finde es eigentlich eine kleine Erleichterung.
Na, noch ein Stück. Die ist auf jeden Fall schön klein, kompakt. Für kleine Höfe, auch für kleine Maschinen. Ich habe jetzt vorhin leider nicht geschaut, wie viel Leistungsbedarf, aber ich gehe mal davon aus, dass das doch deutlich unter 100 PS sein werden. Vermute ich mal. So, fahren wir vor und noch eine Bahn zurück. Na, mittlerweile habe ich mich doch ganz gut eingegroovt hier. Was mir gerade einfällt, was ich glaube ich, doch, habe ich eine Quarterballenpresse? Doch, die habe ich auch. Gerade noch sag ich, gut eingegroovt. Das war es dann schon wieder. So, ich würde aber sagen, das soll es mal an Rundballen gewesen sein. Wir haben ja noch einiges, was wir uns anschauen wollen. Und um die ganze Sache hier nicht zu sehr ins Detail gehen zu lassen, holen wir uns mal das nächste Gerät. Das ist der gezogene Ballentwickler. Den man ja sicherlich ausklappen muss, ganz genau. Und auch der hat, ne, ihr habt aufgepasst, wieder so ein Ballendreher mit dran. So, dann fahren wir rein. Ballen wird aufgenommen. Folie abgeschnitten und abgelegt. Also funktioniert auch wunderbar und auch der ist, wie gesagt, für diejenigen, die Wiesen in Hanglage besitzen, ja, ich würde schon sagen, ein Muss. Machen wir noch einen. So, und fertig ist. Alles schön animiert. Na gut, aber das ist doch der Giants Standard und da kann man schon absolut nicht meckern. So, und jetzt werde ich mal diesen stationären Wickler ankoppeln. Dann müssen wir uns mal noch den Telelader dazu nehmen und das Ding hier mit Ballen bestücken. Wie gesagt, ich finde die Idee erstmal cool. Ob es jetzt praktisch ist,
sei mal dahingestellt. Weil ich muss ja das Ding separat beladen und auch dann die Ballen, ja, wegräumen muss ich sie sowieso. Das ist klar. Aber den stelle ich jetzt irgendwo hin und muss dann immer mit dem Frontlader und einem Trecker oder mit dem Telelader oder Radlader, was auch immer ihr habt, immer wieder zurück zu dem Wickler fahren, um dann den Ballen wickeln zu lassen. Aber erstmal klappt man den aus. Ich sehe da gerade einen kleinen Auspuff. Ha! Okay. Dann kann ich wohl einsteigen in das Ding hier. Oder wie geht das? Fragen wir doch nochmal den F1-Helfer. Wie starte ich denn das Ding? Aha, jetzt sitzen wir drin. Im Traktor. Ha, super. Wie funktioniert denn das? Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe auch nicht von anderen YouTubern mir da, die das schon vorab zeigen durften, irgendwas angeschaut. Von daher muss ich da jetzt echt sagen, Klappen nicht möglich, solange das Gerät angehangen ist. Und doch steht oben A, Ballenwickler aufklappen. Der scheint ja einen separaten Dieselmotor zu haben. Dann fahren wir jetzt mal den Trecker ein Stück weg. Ballenwickler aufklappen steht hier. Wie soll denn das funktionieren, bitteschön? Also jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch, ne? Muss doch irgendwo anzuschalten gehen. Gibt's doch nicht. So, jetzt wird mir hier nichts mehr angezeigt. Jetzt ist er ja am Traktor angekoppelt. So. Und jetzt kann ich nichts machen. Er ist angewählt. Nee. Also sorry, Freunde. Entweder habe ich jetzt gerade so irgendwie einen Klemmer. Aber ich krieg's nicht gebacken. Nee, ich kann nur in den Traktor einsteigen. Gut, also. Das Ding stellen wir erstmal auf die Seite. Da muss ich mich wirklich nochmal damit befassen. Aber so ist das, ne? Wenn man nichts vorneweg testen kann. Aber ich wollte heute unbedingt auch das Video aufnehmen und ja, meine Freude über das DLC mit euch teilen. Aber das kriegen wir noch raus. So. Jetzt holen wir aber mal hier die Dickschiffe. Zum einen treckermäßig und natürlich auch die großen Göweil-Pressen noch an den Start. Fangen wir auch mit der kleineren an.
Gut, 120 PS Leistungsbedarf, 400 haben wir. Ein bisschen übermotorisiert, aber was soll's. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen Platz geschaffen, so dass wir das Teil aufbauen können. Muss man ja direkt weit weg mit der Kamera hier. So, jetzt haben wir ausklappen, Deichsel ausfahren. Aha, jawohl. Und dann geht da eine Klappe auf und da eine Klappe und dort fährt der Bunker runter. Genauso kannte ich es aus dem LS-17. Das machen wir nachher bei der anderen auch, aber da steige ich mal aus. Das sind ja so viele Sachen hier. Und hier ist ja auch ganz was Neues im F1-Menü links, wo dann sogar die Füllmengen angezeigt werden anscheinend. Das ist ja richtig cool. So. Ballenpresse anschalten. Einklappen. Automatisch ablegen. Abschalten. Nein, das wollen wir ja dran lassen. Ballenzähler ist auch mit dran. Jo, wir schalten das Ding mal an. Da wird noch nichts passieren, weil dieweil noch nichts drin ist, ne? Also, wieder aus. Und wir holen uns mal fix noch den anderen 8R. Dort habe ich meinen Ladewagen angehängt. Das ist übrigens ein schöner 8530. Ältere Generation. Den mag ich auch ganz, ganz sehr. So. Können wir mal den Helfer ausmachen. Werden mal ein bisschen Gras in den Ladewagen rein sammeln. Ja, ich merke auch gerade, ich war jetzt seit dem Patch noch nicht wieder auf der Map hier. Und da gibt es ab und zu noch ganz schön gewaltige Ruckler. Machen den jetzt einfach mal voll. Bei dem Ertrag hier ist das kein Thema. Geht rucki zucki. Nicht mal zwei ganze Bahnen. So, jetzt haben wir natürlich hier clevererweise ein paar Ballen liegen. Naja, aber es geht. So, und jetzt müsste er mir theoretisch anzeigen, überladen, starten. Das weiß ich nicht. Doch, macht er. So. Steigen wir mal aus. So, der Bunker füllt sich. Dürfte theoretisch nicht alles reinpassen. Hier müsste noch was im Ladewagen sein.
Genau, 6000 Liter. So. Machen wir wieder das Menü an. Jetzt werden, ihr seht's, na, ist jetzt gerade blöd mit dem grünen Untergrund. Da wird Gras angezeigt. 20.000 Liter sind im Bunker drin. Und jetzt lassen wir das Gerät einfach mal arbeiten. Steigen aus und gucken uns das Ganze mal an. Oh, da ist schon der erste Ballen fertig. Wollte gerade hinten rumlaufen. Richtig cool animiert. Zack. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn der nächste Ballen kommt. Normal müsste jetzt schon einer dastehen mit der Folienballenzange und das Ding natürlich wegholen. Ob es die weiterschiebt oder ob es die Presse wegdrückt, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Deswegen will ich jetzt hier mal extra den nicht wegholen. Aha. Ja, clever gelöst. Sie lädt den Ballen nicht ab, weil einer im Weg liegt. Gut. Und da kommt der kleine Merlo ins Spiel. Nein, nicht die Tür zumachen. Ich will eigentlich den Spieß abkoppeln. Und natürlich gleich mal noch diese Folienballenzange testen. Zack. Wieso gehen die nicht auf? Das kann doch nicht sein. Rechts, links, hoch, runter. Oder wart mal. Aha. Das Problem saß wieder vorm PC. Ohne Hydraulikschlauch kann natürlich auch keine hydraulisch bewegte Zange funktionieren. Ne? Naja. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Siehe da. Sie bewegt sich doch. So. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das hier so klappt. Das war ja im 19er oftmals das Problem. Ja, und jetzt legt er den nächsten Ballen ab. Dass die Ballen dann doch gerne durch die Zange durchgeglitscht sind und. Aber der hält hier wirklich richtig gut fest drin. Gefällt mir richtig gut. So, einen holen wir noch weg. Dann denke ich, ist auch hier das Prinzip klar. Und wir wollen ja nicht meine ganze Wiese hier zu Ballen verarbeiten in dieser Aufnahme. Ich möchte es halt nur mal probieren. Wenn ich sie dann umreiße, ja. Aber ihr seht, die lassen sich wunderbar stapeln. Also die Zange kriegt auch von mir schon mal absolut ein Däumchen nach oben. Das passt. Okay. Machen wir den Kollegen mal aus. Die Presse
Aha, wenn ich drin sitze, wird es dann angezeigt. Ablegebereich wird von einem anderen Objekt blockiert. Ich werde jetzt mal trotzdem das Ding abhängen. Macht man so nicht, weiß ich. Aber wir wollen ja uns noch den großen Bruder anschauen. Und da möchte ich was probieren, was ich da im Vorfeld gelesen habe bei Giants. Es soll ja möglich sein, dass man damit jetzt auch zum Beispiel Maissilage zu Ballen pressen kann, dass man Mischrationen zu Ballen pressen kann. Ja, und das probieren wir jetzt mal noch aus. So. Und das macht man natürlich auch noch auf der Wiese. Ich frage mich bloß, wer den ganzen Kram dann wieder aufräumt. Aber ja, ich kenne da einen, der das sicherlich machen wird. So. Jetzt machen wir wieder die Deichsel ausklappen. Und jetzt wollte ich ja aussteigen und mal gucken, wie sich hier alles bewegt. War jetzt doch noch nicht. Ich musste Ballenpresse komplett aufklappen. Ausklappen. Es ist schon saucool, oder? So. Okay. Und jetzt habe ich noch was vorbereitet. Ich habe hier auf meiner Karte eine Mischfutteranlage, wo ich Mischrationen herstellen kann. Und habe extra mal die ganze Mischration rausgeholt, in einen Anhänger gepackt und möchte jetzt gern mal probieren, ob denn das funktioniert. Die Map übrigens hier, diese Ostjacher Tal, das ist jetzt die Version 1.7 oder so. Ja, da hat der Mapper einfach noch ein bisschen viel Grün dazu gemacht und hier jede Menge Bäume auf den Hof geknallt. Also, die Map ist wunderschön. Sie hat noch ein paar Macken, ist ja auch seine erste Map. Deswegen schaue ich da über alles drüber weg. Aber diese vielen Bäume hier, auch mitten auf dem Wegen, auf den Zufahrten zu meiner Weide, stehen plötzlich Bäume. So, jetzt haben wir hier einen ganzen Anhänger Mischration. Und gucken mal, was passiert. Ich kann sie schon mal überladen, das ist gut. Wie weit kann ich denn hier hinten ranfahren eigentlich? So, wär's gut. Auch da wieder 20.000 Liter gehen rein. Und dann schalten wir das Ding an. Die Frage ist natürlich jetzt, Mischration, die gärt jetzt nicht weiter, hä? Ist jetzt eine blöde Frage. Die ist jetzt einfach nur luftdicht verpackt, oder? Bin ich echt mal gespannt, werde ich ausprobieren. Frage ist auch, ob es die Ballenlager, die hier auf der Map verbaut sind, für Silage, Stroh
und Heu, ob die diese Ballen akzeptieren, annehmen? Oder muss man da ein spezielles Ballenlager haben? Ich würde ja mal sagen, wir können es probieren. In meinem Silageballenlager habe ich nichts drin, da ich die Silage im Fermenter habe. Ich würde es jetzt einfach mal probieren. Zack. Mast einfahren. Aber es funktioniert erstmal so. Und damit ist die Mischration stapelbar. Ja, und vielleicht auch im Ballenlager. Einlagerbar. Wir werden es sehen. Das leere Lager ist hier das für Silage. Gucken, was passiert. Ja, und der Ballen wird natürlich nicht angenommen. Ne? Das ist klar. Wäre jetzt noch eine coole Sache, wenn man sagen könnte, okay, ich habe jede Menge Mischration, und um die einzulagern. Aber wahrscheinlich wird das Futter nicht besser davon. Ne? Okay, dann haben wir aber soweit alles durch. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist diese Zange dafür, diese Quaderballen zu testen. Dazu müsste ich jetzt aber noch die Quaderballenpresse rausholen, noch Ballen pressen, und ja, ich gehe einfach davon aus, dass dieses Gerät genauso funktioniert, so gut wie das hier. So. Halt, anwählen muss ich es natürlich auch. Wir koppeln es mal kurz an. Aber das würde sonst das Video noch länger machen. Das ist schon, denke ich mal, verdammt lang. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Ist mir aber ehrlich gesagt auch relativ egal gewesen, weil ich freue mich so drüber und wie gesagt, möchte es mit euch teilen. Bin auf eure Reaktionen gespannt. Vor allen Dingen, wer hat sich's gekauft, wer nicht. Wer will sich's vielleicht noch zulegen. Ja, das sind alles Dinge, die ihr mir gerne in die Kommentare schreiben dürft. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich dürft ihr mir auch gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Vielleicht noch ein kostenloses Abo. Würde mich sehr, sehr drüber freuen. Und ja, dann denke ich, sehen wir uns im nächsten Video. Und ich denke, Göweil wird hier und da ab und zu mal auftauchen. Also, habt Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.